Hi, ich bin Christian. Auf meiner Reise durch Deutschland werfe ich für dich einen Blick in die verschiedenen Einrichtungen von Impuls Soziales Management. Heute führt mich meine Reise wieder nach Kassel, diesmal ins Wiki. Das Wiki ist die betriebliche Kinderbetreuungseinrichtung der Wintershaldea AG und die erste Mate-Meo-zertifizierte Einrichtung in Kassel. Wir finden hier 3 Krippengruppen und 2 Kindergartengruppen, eine mit 25 Kindern und eine Integrationsgruppe mit reduzierter Kinderzahl. Und die Krippengruppen haben jeweils Platz für bis zu 10 Kids. Insgesamt können bis zu 86 Mitarbeiterkinder im Alter von 6 Monaten bis zum Schuleintritt betreut und gefördert werden. Im Wiki folgt man dem Motto, wir sollten nicht den Weg für die Kinder vorbereiten, sondern die Kinder für den Weg. Daher wird nach dem Situationsansatz gearbeitet, wonach Kinder eine klare Mitsprache haben. Dabei ist die soziale und kulturelle Lebenssituation der Kinder und ihrer Familien der Bezugspunkt der Arbeit. Jedes Kind wird in seiner Einmaligkeit angenommen. Themenbereiche aus der kindlichen Lebenswelt werden in projektähnlichen Aktivitäten bearbeitet und erkundet. Der überdurchschnittlich hohe Fachkraft-Kind-Schlüssel bietet den Fachkräften eine super Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie eine qualitativ hochwertige Betreuung. Die beeindruckenden und super ausgestatteten Räumlichkeiten sind hierfür das Spiegelbild. Neben Toben, Singen, Malen und Basteln lernen wir heute Gebärden der gebärdenunterstützten Kommunikation. Richtig cool! Die Öffnungszeiten vom Wiki sind von 7 bis 18 Uhr mit festen Schließzeiten zwischen Weihnachten und Neujahr. Daher ist die Urlaubsplanung als Fachkraft hier flexibel und ganzjährig möglich. Besonders spannend finde ich, dass es im Wiki hausinterne Springkräfte gibt, Allrounder, die überall ihren Einsatz finden und dass jede Fachkraft auch kinderfreie Vorbereitungszeit bekommt. Dank einer freigestellten Leitung sind auch Supervisionen während der Arbeitszeit möglich. Und wer von euch gut aufgepasst hat, hat eventuell gesehen, dass ich heute im Morgenkreis von einer zusätzlichen Kamera gefilmt wurde. Das geht zurück auf den Mate-Meo-Ansatz. Denn in einer gruppenübergreifenden kollegialen Mate-Meo-Beratung heute Nachmittag werfen wir dann einen Blick auf meine Arbeit und die Reaktion der Kinder darauf. Generell kann sich die Fachkraft hier während der Arbeitszeit zum Beispiel auch zum zertifizierten Mate-Meo-Practitioner weiterbilden. Die familiäre Atmosphäre und gelebte Diversität im Wiki haben mich heute sehr beeindruckt. Doch jetzt gönne ich mir erstmal ein kurzes Päuschen. Liebe Gabi, was gefällt dir denn besonders hier an deiner Arbeit? Ja, ich arbeite hier besonders gerne, weil mir einfach die Haltung gefällt. Das Bild vom Kind, was wir hier haben, was der Arbeitgeber hat. Mhm. Ne? Wir haben hier viele nette Kollegen, ist halt ein super Personalschlüssel bei uns. Ne? Das Besondere hier an der Arbeit ist, dass wir hier ganz viele Chancen bekommen, uns frei zu entfalten mit den Kindern, dass wir ganz viel erleben dürfen ohne irgendwelche Einschränkungen und einfach unseren Spaß im Lernen und im Bilden hier mit den Kindern zusammen haben dürfen in unserer pädagogischen Arbeit. Also ich würde sagen, es ist einfach die Arbeit im Team. Also wir arbeiten als Team extrem gut zusammen und man hat ja so im Alltag immer ein bisschen mit Herausforderungen zu kämpfen, dann auch, wenn dann jemand ausfällt, Personal oder so. Und wenn halt alle an einem Strang ziehen, dann kriegt man eigentlich jede Hürde kriegt man gemeinsam irgendwie gebuppt und das ist ein sehr angenehmes Arbeiten. Was mir eben echt gut gefällt, ist, dass man sehr gesehen wird hier als Mitarbeiter in seinen Kompetenzen und auch gut geguckt wird, wer kann was und was kann man daraus machen. So, ne, das ist einfach total schön. Das ist für mich einfach ein Zeichen der Wertschätzung. Da gibt es tatsächlich vieles, aber zum einen würde ich auf jeden Fall sagen, das Haus so an sich mit seiner modernen Architektur und dem durchdachten Raumkonzept zum einen, aber auch einfach das... Ja, die Größe vom Haus, dass hier einfach wirklich Krippe und Kindergarten unter einem Dach ist. So hat man wirklich echt die Möglichkeit, die Kinder über einen langen Zeitraum begleiten zu können. Also hier im Wiki wird einfach eine einzigartig großartige Pädagogik gelebt. Das Miteinander ist wertschätzend und familiär. Und das alles in diesen wunderschönen Räumlichkeiten. Hast auch du Lust, ein Teil des Wiki-Teams zu werden? Dann bewirb dich doch bei uns! Tschüss! Tschüss.